Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar leveln wir heute meinen Kult Tyranner weiter. Mittlerweile bin ich Stufe 27. Wir sind wieder in der vollen Gruppe aus dem Stream und wollen ein paar Instanzen laufen. Dazu melden wir jetzt mal nochmal an. Und ich darf nicht vergessen, Moment, ich habe hier noch meinen Trank, dass ich ein bisschen mehr EP kriege. Ich habe nämlich hier mein volles Dingsgear an, mein volles Levelgear plus den Trank. Müsste ich bei 65% sein. Heißt, da geht schon mal einiges an extra EP. Oh nein. Nein, warum? Kann nicht sein. Das ist, ja, no warum, warum kriegen wir denn nie Verlies? Das ist doch echt ätzend. Also, na. Perfekt, Leute, ich hatte die Quest noch nicht fertig. Ach so, okay, hast du nicht abgegeben? Oder hast du nicht genug Blumen gesammelt? Ich hatte nicht genügend Blumen, weil ich euch allen anderen den Vortritt gelassen habe. Oh, du bist ja, du hast es bestimmt vergessen. Das war nicht großherzig von dir. Ich hab wirklich euch allen den Vortritt gelassen. Okay. Ich wollte jetzt nicht so auf die Blumen geiern. Bist du nicht so, stehst du nicht so auf girly Sachen, so Blumen und sowas? Oh, da kriegt man keine Antwort. Okay, das lässt tief blicken. Nee, warte, hast du vergessen, dass du mir zum Valentinstag Blumen geschenkt hast? Stimmt, ich hab dir Blumen geschenkt, ja. Aber hast du die auch behalten? Ja, die habe ich immer noch auf meinem PK. Echt, okay. Hm. Ich muss näher ran. Wahrscheinlich auch nur, weil ich den DK nur zum Raid auspacke. Weißt du, jetzt hättest du einmal, ne, Dings sein können hier. Romantisch oder irgendwann, dann haut es raus. Ja, ich nutze den halt nie, ist mir egal. Ja, gar nicht wahr, also. Ich hab mir voll Mühe gegeben, weißt du, mich aufgeopfert. Ich nehme den DK mit in unserem Normal Raid von der Gilde. Ah, okay. Stimmt, raidest du jetzt danach großartig? Ja, aber ich war ja letzte Woche krank. Achso, ja gut. Ja, hier, da geht was. Aber ich gehe halt mit dem Demon Hunter nur noch HC mit und nimm halt den DK in NHC mit, weil. Aber warte mal, das letzte Mal, wo wir gesprochen haben, wolltest du doch switchen mit der Gilde, ja, oder nicht? Ja, aber ich bin zu faul. Zu faul oder zu schlecht? Zu faul und ich bleib lieber da, wo die mich irgendwie so ein bisschen kennen und wo es okay ist, wenn ich todkrank im Bett lieg und vergesse, okay, Bescheid zu sagen. Weil zum Beispiel am Sonntag hatte ich mein Handy nicht bei meinen Eltern unten. Mhm. Und ich ist Ich habe kein Drama, dass ich nicht Bescheid gesagt habe, wo ich dann am nächsten Tag gesagt habe, yo, sorry. Naja, gut. Ich krank aus, mir geht's nicht gut. Ja, aber klar, das muss ich ja jeder auch verstehen, ne? Wenn du dann, wenn du im Krankenhaus bist und dann vielleicht nicht absagen kannst, also von dem her. Was, wo will denn der Boss hin? Habt ihr gesehen, ich konnte sogar den Boss mit diesem komischen Kultierer-Knockback da in die Ecke schießen. Und sogar ganz stand, komisch, ne? Ja, das der war sogar gestunt. Der war sogar gestunt dann, ne? Eigentlich wir können so rechts vorbeilaufen. Okay, alles klar, Captain. Captain, mein Captain. Ich bin jetzt immer noch irritiert, dass wir zwei Mädels dabei haben und der Heiler keins von den beiden Mädels ist. So, um jetzt mal alle Klischees nochmal aufzuwärmen, ne? Welch Mysterium wir heute lösen werden. Keiner weiß es. Mm. Aber beide spielen eine Klasse, wo heilen könnte. Spielst du immer Melee-Klassen oder spielst du auch Heiler? Ich oder... Hier, Nati spielt ihr jetzt ein Shadow, ja, ich meine dich. Also, eigentlich schon, also ich kann auch tanken und heilen, aber eigentlich bin ich lieber DD, also, ja, es macht ein bisschen mehr Spaß, quasi. Ich könnte alles, quasi. Okay. Weil, also, auch so aus Erfahrungswerten habe ich irgendwie die meisten Mädels, die ich kenne, die spielen immer Heiler. Oder irgendeinen Stoffkasten. Tank. Ja, Nati ist eine Ausnahme, aber die ist auch, ne, bisschen anders. Das ist was Besonderes. Hust, hust. Ja, ich bin einer der wenigen Menschen, die halt actually Demon Hunter Tank spielt. Das sollte schon mal was aussagen. Die steht halt drauf, versohlt zu werden, weißt du? Deswegen spielt die Tank. Ja,
und kein Heiler. Ich mag es, so große Schellen reinzukriegen und nicht zu wissen, woher die Schellen kommen. Ja, jedem das seine, ne? Ja. Oh mein King, sorry. Bitte King shamed mich nicht, Leute. Ich glaube, ich muss dich lauter stellen. Du bist so leise, das ist echt schlimm. Ich rede leise. Es tut mir leid, dass ich endlich zu meiner leisen Stimme gefunden habe. Naja, besser als die Schrille, ne? Als Maul. Was denn? Warte, ich stell dich mal ein bisschen lauter. Heimer hast du angemacht am Anfang, ne? Was meinst du? Heimer hast du angemacht am Anfang. Ja, habe ich den Timer habe ich an. Oh, ich hatte dich irgendwie leiser gestellt, warum auch immer, Nati. Ja, vielleicht habe ich dir das letzte Mal ins Ohr geschrien. Oh, jetzt bist du mir ein bisschen zu laut, vielleicht muss ich dich doch wieder ein bisschen leiser stellen. Kannst dich mal entscheiden? Oh. Ja, ich muss das auskalibrieren, dass das so passt, ne? Dass es nicht unangenehm wird, aber... Also ich kann dir versprechen, dass ich heute Abend nicht lauter werde als so. Okay, das ist schon mal gut, dann passt, glaube ich. Oder was meint ihr? Im Stream ist, passt von der Lautstärke, müsste eigentlich gehen, denke ich. Warte mal, hast du hier den Dings? Hast du diesen komischen Kopf, den man im Shop kaufen konnte, mit diesen Flammenhörnern? Ja. Irgendwie zu viel Geld. Als das Paket im Angebot war, habe ich mir geholt. Ah. Sieht eigentlich ganz cool aus. Gibt's das ja nicht mehr, ne? Ja, ist raus. Jetzt sind die draußen. Komplett raus, die Helme, ja. Ja, habe ich auch schon gesehen, ja. Das ist ja echt blöd. Das ist wie mit diesen komischen Plüschpads. Was ich jetzt haben will, nein, ich will nicht das Plüschpad haben, ich will nur das Ingame-Pad haben, dass meine Pet-Collection vollständig ist und das gibt's halt auch nicht mehr. Jetzt muss. Vielleicht hättest du das richtige Plüschpad gewollt, hätte ich sie geschenkt. Warte kurz. Was hast du das Plüschpad? Oh. Nee, aber ich würde es dir schenken. Ich würde extra Geld dafür ausgeben, um es dir zu schenken. Fürs Plüschpad, dass ich mit dem Plüschpad kuscheln kann, meinst du? Ja. Okay, ist das jetzt sowas Weirdes oder? Nee. Okay. Schon die Uhrzeit dafür, oder? Wie bitte? Zum Spätchen noch dafür, oder? Also mir fehlt nicht das Plüschpad, mir fehlt halt, also du konntest, also warte. Jetzt ist vorbei. Ja, wir wissen schon. Du willst also, das Plüschpad. Ich will das Plüschpad und mit dem die ganze Nacht schmusen und kuscheln. So sieht's aus, ja. Nein, ich will halt dieses Plüschpad, oder eigentlich nicht das Plüschpad, aber du hast halt damals, wenn du es im Shop gekauft hast, das Plüschpad plus einen Code bekommen, dass du in-game halt ein Pad kriegst. Und da ich halt alles mögliche sammle... Oh, krieg ich halt dann das Plüschding? Ja, das gibt's ja nicht mehr. Es gibt nur noch Leute, Mann. Die diesen... Ja, kommt jetzt das kleine Mädchen raus. Nein, ich will das Plüschpad haben. Ja! Okay, und... Ja, wenn es das noch geben will, könntest du das Plüschpad haben. Das will ich nicht unbedingt haben. Ich brauche ja bloß den Code, dass ich es halt in-game habe. Das in-game. Das in-game-Ding ist mir egal. Ich will nur das Plüschpad. Ich glaube, da gab es zwei Stück. Es gab einmal dieses Greifen-Küken-Dings da und dann gab es noch eins und ich glaube, Wind. Was für ein Küken? Reifen-Küken? Greifen-Küken. Ach so, Greifen. Nicht Reifen. Alter, wie lange ist denn? Das jetzt schon draußen? Das gibt's schon nicht mehr. Du, ich weiß gar nicht, das war früher mal im Shop drin, aber es gab's nur im Ami-Shop. In der EU gab's das halt nie. Das war das Problem. Und ich habe mir überlegt, holst du es? Dann hätte ich es mir halt importieren müssen. Ja, lass schnell den ersten Bus und dann da runterspringen. Ja, das können wir auch machen. Und da hatte ich eigentlich keinen Bock drauf, weil man dann halt extra Kohle hätte zahlen müssen. Aber ich hätte es lieber damals gemacht, weil jetzt gibt's halt noch Leute, die sich damals geholt haben und den Code halt verticken. Ja, der Dino rennt jetzt an. Ich den Nachtelf. Er macht den Dino schnell kaputt. Ah. Der hat ihn dort drauf, also den brauchst du nicht zu ziehen. Wo haben wir es denn? Ich such's jetzt mal kurz raus. Eins, hier, Windreiter Junges, das ist das hier. Das gibt's dann halt auch als so ein Stofftier, ne? Und das andere ist... Hier, Greifenküken, das hier. Also, als Stofftier sehen die halt schon recht süß aus, muss ich sagen, ne? Also, das kann ich auch als Kerl zugeben, aber ich bräuchte es jetzt nicht, ne? Und die beiden sind halt eine der wenigen Pets, die mir noch fehlen würden. Das sind halt die ganzen Pets, die ich noch brauche. Und ich kann jetzt mal hier die Dings rausnehmen. Wo ist denn Collect Promotion? Wenn ich Promotion rausnehme, ne, sind es halt nur noch diese neuen, die man jetzt dann hier auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt kriegen kann. Oder bei den Kinderwochen, ne? Und die einzigen anderen sind halt die beiden, ne? Und gut, die hier, das sind halt Buggy-Dinger, das sind diese... Pagenzeug, aber die hast du irgendwie nur mit dem Char, wo du es gekauft hast. Das spackt irgendwie ein bisschen rum, keine Ahnung.
Aber das sind eigentlich die einzigen beiden, die ich mir jetzt nur so extra holen kann. Und ja, da musst du halt jetzt diesen blöden Code kaufen. Da gibt es halt Leute, die das damals gemacht haben und jetzt kosten die halt ewig viel Kohle. Deswegen ist das auch mein Donation Goal quasi, mein nächstes, dass ich die mal irgendwann zusammenkriege. Wir könnten halt einfach nur den Code im EU-Shop quasi verkaufen, dann würde ich mir das halt auch holen, ne? Das wäre halt eigentlich besser. Wobei es jetzt andere so Stofftiere gibt. Ich habe gesehen, so ein Murloc gibt es auch. Die sieht eigentlich auch ganz lustig aus und sowas. Aber da gibt es halt keine Endgame-Pets, ne? Deswegen sind die für mich jetzt relativ uninteressant. Hab keinen Kukui. Naja, das kriegen wir so hin. Danach hoffen wir mal, dass wir Dings reinkommen hier. Wie heißt's? Nach Verlies? Verlies. Ja, da will ich auf jeden Fall hin. Ah, geil wär's ja. Es geht halt echt schnell, Direkt ne? kurz mal Ja, da. Ja. jo, mach mal. Ich pull mal den Boss. Also rein theoretisch können wir auch so in Verlies reingehen, aber ich glaube, das Ja. möchte niemand. Ja, Gibt gut. dann halt weniger. Bringt halt nichts, ne? Naja, kriegst du ja die extra EP leider nicht, ne? Das Blöde. Ja, dass sie das geändert haben, ist halt auch echt saudumm. Ja. Ach ja. Es war clever von mir, dass ich mir gleich die großen Taschen gekauft habe, ne? Sonst ist es jetzt immer so der Moment, wo ich dann mit meinen Chars in Instanzen rumkrebs und dann das ganze Zeug am Wegschmeißen bin, weil ich nicht mehr genug Slots habe. War jetzt so ein virtuelles Selbst auf die Schulter klopfen. Macht den Reeks, dass er den Ball flach halten soll. Hat er was Böses angestellt, der kleine Junge? Alexi, du machst das schon, ne? Du hast da schon einen Daumen drauf. Hoffe ich zumindest. Oh, da ist jemand Level up gezappt. Ja, danke. Noch drei Wie lange Level, kannst bin du ich denn noch, 60. ne? Drei Level hast du noch, ne? Da müssen wir uns Ja. einen anderen Heiler anlachen. Naja, für Horde hätte ich mir auch schon ein paar Paladin gemacht. Aber Allianz habe ich ja auch einen. Ach. Also jetzt hier den gemacht. Okay. Wenn dann hart nur einer quasi erst Heal mit will. Oh shit, ich sollte vielleicht jetzt Au, mal. Warte mal, ich kick einen weg. Zack! Schlange ins Eck. das ist zu weit weg. Muss halt aufpassen, wenn ich gesleept bin, dann ist. Wenn du gesleept. Ja gut, hier hast du relativ viele, die sleepen, ne? Das ist ein bisschen ätzend. Naja. Blöde Innie aber auch. Was Alpha Heal? Du kannst, ich mache Q quasi dann nach wieder rein und dann kannst du gerne anmelden. Dann kannst du ja gerne mitkommen, wenn du magst. Und mal gucken, wie hoch ich heute komme. So auf Stufe 40 wollte ich halt insgesamt heute schon kommen. Sowas um den Dreh rum. Dass ich dann nächste Woche auf jeden Fall auf 60 komme, dass wir den einigermaßen zügig hochbasteln können. Umso Das höher, wäre umso easy. besser, ne? So, hier, nächsten Chart zum Schar des Zorns. Nati, hast du dich jetzt eigentlich festgelegt, dass du in 2 Jahren gehst oder wie? Ja, aber ich habe mich immer noch nicht auf einen Major entschieden. Auf was hast du dich nicht entschieden? Auf Was ein. für ein, ob ich jetzt Business mache oder was anderes. Okay. Business or Holidays? Das fragen sie doch immer, oder? Wenn du irgendwo einreist. Nee, mir wurde vorgeschlagen, dass ich mir mal Design angucken soll. Okay, was für ein Design? Grafikdesign. Okay. Wolltest du nicht irgendwas mit Sprachen machen? Ja, aber da müsste ich gucken, ob ich dann irgendwas mache, wo zum Beispiel, also ich könnte quasi Lehrerin machen oder irgendwas studieren. Ich weiß gerade nicht genau, wie das heißt, aber das war was mit der deutschen Rein rausporten, Sprache. oder? Ja, rein rausporten. Jojo, lass rein raus. Okay. Und ja, da bin ich halt noch am Überlegen gewesen. Aber das sind 2 Jahren, geht es jetzt schon sicher, oder wie? Aha.
Aha, okay. Was ist denn jetzt mein Trink... Moment. Haben mein Trinken vergessen? Shit. Ja, gut, okay, ich muss dann gleich nochmal... Muss ich dann gleich nochmal... Ihr kriegt ja die paar Mobs, ne? Ich hole schnell mein Trinken, ich hab's irgendwie stehen lassen. Sudala. Ja, super, ich hätte vorhin mein Trinken im Gang stehen lassen. Wunderbar. Ach ja. War das die erste Inni, die wir jetzt nach der Pause gemacht haben? Ja. Wie viel Zeit ist schon rum? Eine Viertelstunde, das ist echt krass, was du in der Inni hier verbringst, ne, im Vergleich zu anderen. Das ist schon echt krass. Ja, verlierst aber keine 2 Minuten. Das ist halt... Du hast 80% des Levels. Hier. Ja, wenn du es halt irgendwie triggern könntest, ne, dass du in die richtige Inni reinkommst. Das wär's halt. Oder dass sie es wieder reinmachen, dass man ziehen kann halt wieder. Ja gut, das wollten sie explizit nicht. Also... Ja, aber... Also ich kann schon irgendwo verstehen, dass es teilweise nicht wollen, aber es war halt so lang ein Teil vom Spiel und dass es jetzt rausnehmen, finde ich halt irgendwie auch komisch. Also, weil, wenn sie es halt insgesamt nicht gewollt hätten, ne, dann hätten sie es viel früher schon rausnehmen sollen. Ja. Naja. Wenn du jetzt an sowas denkst, wie zum Beispiel in Diablo 3, ne, wo du dann Leute hochziehen kannst innerhalb von ein paar Minuten auf Max-Level, wenn du hoch genug laufen kannst, ne. Ja, das ist nice. Also, ist dann halt auch nochmal das ganz andere Gegenteil zu. Und WoW hat es ja trotzdem noch lange gedauert, auch wenn du gezogen hast. Ja gut, also, wenn ich jetzt überlege, Höllenfeuer-Bollwerk, Runs, die gingen halt schon immer relativ zügig. Ach fuck, ich hab mir diesmal die VZ wieder nicht geholt, ne? Fällt mir jetzt gerade ein, die wollte ich mir kaufen. Vollkommen vergessen. Muss ich gleich nochmal gucken. Wieder Regenbogen. Ihr mit eurer Regenbogenparty, echt. Hä, backt das bei euch auch so rum, wie ich den halte? Sieht gerade seltsam aus, ja. Okay. Ja, WTF. Da ist ein kleiner Berg drin, macht ja nichts. Kleinen Huckel hast du. Das eine kommt aus meinem Herzen und das andere aus meiner Hand. Warte mal, wir haben irgendwas vergessen hier. Der Typ, der. Oh shit, nee, der wird gerade gekillt. Nee, der hat noch einen Dino. Aber was macht der denn da? Der kriegt Live-Cocoon. Der wird nicht sterben. Jetzt hast du den Live-Cocoon an den Typen verschwendet? Ach, wird doch eh nichts passieren. Der hat 2 Minuten. Ah, warte mal ab, was ich jetzt hier beim Bosskampf pulle. 2 Minuten abklingt. Der Dude wäre eh nicht gestorben. Bis der Bosskampf kommt, ist er wieder ab. So, dann schauen wir mal. Sind 2 Minuten. Guck, wie die langsam daherlatscht. So. Der Tauri. 1:30 noch Abklingzeit. Ja, du, ist mal ein Spaß. Also, den brauchen wir ja nicht wirklich. Also, glaubst du, dass mein Drust-Telar einen Live-Pekun-Ethik hat? Der schaut schon so böse aus, der braucht gar nichts. Hast du den mit der Narbe genommen, über ein Auge, oder? Nö, ich habe jetzt einen nett aussehenden genommen, aber der Bär sieht halt ziemlich böse aus. Ja. Oh shit, vielleicht sollte ich auch was tanken und nicht den Bären angucken. Sehe ich gerade so. Das geht mir eh nichts. Dass ihr von irgendwelchen Mobs verkloppt werdet. Nati will eh geschlagen werden, von dem her ist das alles in Ordnung. Ist ja eh Main Tank. Also können wir einen Bär angucken. Will aber nicht als Stoffe geschlagen werden, ehrlich gesagt. Nicht. Aber generell, die neuen Gestalten finde ich ganz cool. Also auch der Hirsch und die Unterwassergestalt und die Fluggestalt. Die sind alle recht nice. Dings ist, ich habe mir ja mal alle Druid-Gestalten noch angeguckt, ne? Die vom Troll-Druid finde ich auch cool. Wobei ich da den Tank, also die Bärengestalt hier beim Kul'Tiraner besser finde, als die vom, als diese Dino, weil das irgendwie so eine Schildkröte ist, so eine komische.
Ja, ich habe ja auch schon einen auf 40. Ja, bei Kultiraner ist das mehr so ein Bär und also mehr so normal gehalten und beim Zandalari-Troll ist das eher so wie ein Ball so gehalten, ja, so rund. Also, ich finde die Munkengestalt bei den Kultiras-Dudes richtig hässlich. Ich finde die besser als die Trolle. Ja, bei den Trollen bist du halt so ein Vogel, ne? So ein Ja, das Saurier-Vogel. ist nicht so meins. Ja, ist halt mal ein bisschen Eher was Chrysalide, Specialigeres. Cocoon. Boah, jetzt geht was. Ja, ich muss sagen, Kul'Thilana wäre natürlich auch cool gewesen. Ja, jetzt so, ne, wenn man es so ein paar Mal hört, Wer schon. hätte schon was gehabt. Ja, da muss ich dir leider Oh, recht komm, geben. jetzt bitte verlinken. Jetzt kommen so Todesminen. Das Oder Problem ist, jetzt sind Gemüseregal. wir halt schon relativ hoch, Gemüseregal. ne? Ich weiß. Oh, Ach, fick schon dich wieder. doch. Düsterbruch kann noch nicht kommen. Keine Ein Sorge. nee, Düsterbruch kann er nicht kommen. Das wäre jetzt das Einzige, was ein bisschen ätzender wäre. Muss mal kurz aus der Dungeon teleportieren und Sachen verkaufen. Was habe ich vorhin gesagt? Schau, gut, dass ich mir Taschen gekauft habe und dann hast du die kompetenten Leute und dann hast du halt die inkompetenten Leute. Ja, Ich habe noch 30 Markus, du Platz. weißt, dass ich Allianz nicht spiele. Du nicht die Möglichkeit, mir Taschen zu kaufen. Achso, was für einen Server hast du denn schon erstellt? Eggwin. Elgin. Hätte ich dir gesagt, ich gebe dir Gold für Taschen, ne? Aber ich bin hier leider auf Mit Antonidas. Taschen. Ja, Elgin hätte ich dir auch Gold geben können. Ja, nee, ich verkaufe jetzt einfach kurz. Es geht ja recht schnell. Hey, Ja, ja, auch auf kannst du Elgin. das Port ich dann halt einfach rein, wenn du fertig bist. Irgendwo gab es hier so einen Trick, dass du auch nicht springen musstest, ne? Du Naja, konntest hier hinten da bin ich vorhin rumlaufen. lang gegangen. Na, schauen wir mal. Ah, kriegst relativ oft Items, die auch an den Slots sind, ne? Wo man keine Heirloom-Items hat. Heirloom, so rum. Ich habe es ja mittlerweile gelernt, wie man es richtig ausspricht. Warte mal, Gürtel? Ne, der ist schlecht, aber die könnte ich anziehen tatsächlich. Ah, Level ab 58. Na, zwei Level kannst du Höhlenfeuerbolt dann noch, habe ich ne? freigeschalten. Ja, wir sind immer noch Infight. Mit was? Ja, Ach. wahrscheinlich mit so einem Ja, die Murloc, Warlocks da genau. unten. Naja, gut, egal. Komm, wurscht, dann kann ich mein Item halt später erst anziehen. Ob schon. Nee, ich glaube, es gibt noch kein Datum zum Classic Release. Leider Wahrscheinlich wird. nicht. Wahrscheinlich wird es dann auch eine Beta vorher geben. Warum fieberst du auf Classic hin, oder wie? Ich sowieso, total. Bin Okay, jetzt schon hast. drin quasi. Warum Bin kann ich hier schon nicht weit rüber? oben. Aber jetzt sind wir außerhalb des Okay. Falls. Hast du damals Classic schon gespielt oder warum bist du hyped auf Classic? Am Ende Classic bin ich eingestiegen. Also ich habe quasi das Ende miterlebt und dann gleich PC kam dann schon ein paar Monate später quasi. Also ich habe nicht viel von Okay. gesehen, aber bis ganz kleines bisschen. Okay, aber du bist ja echt schon lange dabei. Nicht schlecht. Ja, so seit 2006, 2007 oder so. Respekt. Ja, so lange bin ich auch etwa dabei. Irgendwie so Mitte Classic habe ich angefangen. Sowas um den Dreh. Hast du auch schon Progress geradet, ne? Müffig alles down. Gab damals keinen Mythic, aber wenn, ja, Naja, natürlich. deswegen sage ich's ja. Nee, ich war in Classic, war ich in drei Raid-Instanzen drin. Ich war in MC drin, ich war in Zul'Gurub war ich drin und in AQ20. Also halt die ganzen Gammel-Raid-Instanzen. Ich war damals aber auch erst 12 oder 13, ne? Das war dann Samstagnachmittag, war das so eine Raid-Gilde, die mich da mitgenommen hatte. Und ja, nichts davon war sonderlich erfolgreich. Ich glaube, in MC habe ich irgendwie zwei Bosse oder so gekillt oder drei, wenn es hochkommt, oder zumindest gesehen. Und in Zul'Gurub weiß ich, da sind wir reingelaufen und sind immer gegen einen Boss gelaufen. Und es hat gar keinen Sinn. Also es war weit weg davon, dass wir irgendwas getötet hätten. Ne? Also irgendwann mal mein Gear komplett rot. Dann hieß es so, ja, mal raus. Also damals gab es ja noch keine Rap-Mounts oder so, ob wir rausporten, rappen. Nein, wir spielen jetzt mit rotem Gear weiter. Und wir haben den ganzen Abend mit komplett rotem Gear weiter. Das hat überhaupt keinen Sinn Oh gemacht. So, Gott. das war einfach nur dagegen werfen. Das hat wirklich gar keinen Sinn gemacht. Ja? Aber ich war da auch nur ein, zwei Mal im Raid. Also das war einfach nur so ein Dagegenwerfen. Hier kommen wir auch. Also von dem her, ja. Nee, das war meine Classic Raid-Erfahrung. Das Ah, ich wurde gegoogelt. erste Mal, wo ich so richtig geraidet habe, war dann in Burning Crusade, beziehungsweise so in einer festen Gruppe,
wo dann immer wieder, oder auch eigene Raids, die ich gebastelt habe, war dann erst ein Wattle in Burning Crusade. Ja, obwohl in Burning Crusade habe ich auch eigene Raids gemacht, aber halt Karasan, Magteridons Kammer, Dings da, wie hieß es, Grüß Unterschlupf, das war ja Tier 4 müsste das gewesen sein. Und genau, und dann SSC und FDS war ich aushilfsweise mit, weil ich habe in Burning Crusade habe ich eigentlich nur PvP gespielt oder Arena besser gesagt. Und bin dann bei einem Kollegen, der halt geradet hat. Erstmal kurz was. Jo, bin ich, ich pull nur ein bisschen was, bin ich da halt dann quasi mitgegangen, immer so aushilfsweise, ne? Immer wenn ich mal Zeit hatte, die wir ihn gebraucht haben, bin ich mitgegangen. Das Lustige ist aber, ich hatte zu der Zeit, hatte ich kein Hitcap und ich wusste auch nicht so wirklich, was Hitcap ist, weil du brauchtest im PvP, brauchtest du keinen Hit, also Trefferwertung, ne? Und ich hatte das halt auch nicht, war auf den PvP-Klamotten auch nicht drauf, das brauchst du halt nicht. Dann war ich halt immer im Raid ohne Hit. Und dann wurde mir auch so gesagt, ja, brauchst vielleicht Hit oder so, ein anderes Gear. Und ich so, nee, brauche ich nicht. Hier, brauchst du PvP. Ich wusste auch gar nicht, was das ist, bin da so rein. Das Gute ist aber, ich hatte halt das beste PvP-Set damals. Und das war halt von der Wertigkeit so hoch wie T6 und das war halt T5-Content. Ne? Also ich hatte theoretisch besseres Gear als die anderen Leute, die geradet haben. Bloß, ich hatte halt Abhärtung drauf anstatt Trefferwertung, ne? Und Abhärtung bringt dir halt im PvE gar nichts, oder hat dir halt gar nichts gebracht, ne? Und hatte halt keine Trefferwertung, hab halt relativ oft die Mobs nicht getroffen, ne? So, Wusste zwar aber auch nicht so, was das ist, und hab dann einfach mal E reingespammt und war dann trotzdem im Damage oben und war stolz auf mich quasi. Dann spielst du immer noch auf dem gleichen Account, oder? Ich spiele immer noch auf dem gleichen Account, ja. Und ich bin im Überlegen, Black Temple und Mount Heal war ich dann auch drin. Aber auch nur aushilfsweise, bis Black Temple, weiß ich noch, ich haben wir gucken, Council geprogressed, ne? Elite, dann habe ich leider nicht gemacht, aber Council. Immer als Druide schon? Nee, damals als Hexenmeister. Da, als Druid hat dir damals Abhärtung sogar was gebracht, weil du musstest noch, brauchtest noch Verteidigungswertung, um Crit-immun zu werden. Also in den ganz alten Tagen. Und ich habe mir in Burning Crusade, habe ich mir dann meinen Dings erstellt, meinen Druid. Ich habe halt als erstes meinen Hexenmeister hochgelevelt, ne? Also im Classic habe ich mit dem Hexer angefangen, mein Main-Char. Und in Burning Crusade wollte ich dann auch mal mir einen Heil-Char machen und einen Tank-Char, um das anzugucken, ne? Und Priester hatte ich in Classic auch schon gelevelt, aber als Shadow und nicht als Heiler. Mit dem habe ich dann ab und an mal ein bisschen was geheilt, aber nicht sonderlich viel, ne, um ehrlich zu sein. Und dann habe ich mir mal einen Tank-Char gemacht und halt den Druid, weil da war so die Überlegung, gut, machst dir einen Tank, willst aber vielleicht nicht nur mit dem tanken, und damals war halt Krieger, war so Tank, und dann dachte ich mir, gut, machst du halt einen Druid, der kann tanken und auch ein bisschen was anderes noch machen zur Not, ne. Und dann habe ich mir halt den Druid gebastelt und bin am Anfang, da gab es so grünes Gear des Wals oder wie das hieß oder irgendwie sowas, ne. Und das hatte halt extrem viel Ausdauer drauf und ich bin naiverweise damals davon ausgegangen, na gut, was braucht ein Tank, der braucht halt viel Leben, ne. Und hab mir dieses Gear geholt und da gab es halt Gear, das hatte halt als Stat nur Ausdauer drauf, dafür ziemlich viel. Ja. Und, dann war halt auf dem grünen Item war halt genauso viel Ausdauer drauf wie auf dem T6-Item, was damals das beste Item war oder vom Item-Level halt das beste. Bloß halt keine anderen Set. Auf dem T6 war halt dann noch Agi drauf, ein Haufen Rüstung und damals sogar noch Int und Wille bei dem Druid-Gear. Also da waren alle Stats drauf und auf dem grünen Gear war halt nur diese eine Set, war halt nur Ausdauer drauf. Ne? Und dann bin ich halt so in Raids rein. Und ich glaube, damals haben auch noch nicht so viele Leute die anderen inspected und geguckt, was sie anhaben und so. Da gab es auch nicht Item-Level und das ganze Gedöns. Da hat man beim Tank auch wirklich nur auf die Ausdauer geguckt, ne? Und dann haben sie mich halt eingeladen, weil ich halt so viel Leben hatte wie so ein Tank, der halt gutes Gear hatte, ne? Hatte aber halt nur so Kackzeug an, hier halt irgendwelches Gear des Wals mit ewig viel Ausdauer und war dann halt ein Bär mit verdammt viel Leben, hat aber auf den Sack gekriegt wie nochmal was, weil ich A, ziemlich wenig Rüstung hatte. Und keine Agi, was damals hast, glaube ich, noch Rüstung gekriegt und ausweichen durch Agi, meine ich. Das hat sich immer wieder geändert. Und ich hatte halt auch keine Verteidigungswertung, also ich war nicht Crit-immun, ne? Also damals brauchtest du als Tank Verteidigungswertung, dass du Crit-immun und Schmetter-immun warst, ne? Also Schmettern war vierfacher Schaden und Crit war halt doppelter Schaden, ne? Und das brauchtest du als Tank, was hast du übelst auf den Latz gekriegt. Und das hatte ich halt alles nicht, hatte halt nur Ausdauer. Das war halt eher suboptimal. Das Problem ist, beim Verteidigungswertung gab es halt nicht auf Ledergear. Das gab es halt, ich glaube, es gab drei Teile, und zwar das Grollhoof-Set, ne? Da gab es halt Verteidigungswertung drauf.
Das war halt so ein Kackset quasi. Warte mal, leckt das hier gerade? Okay, das hat gerade übelst geleckt und ich glaube, wir haben. Schon offen, Taylor. Ja, ich hatte hier gerade den übelsten Leck gehabt. Irgendwas hat da gerade nicht gestimmt. Kommt mal zurück. Ja. Ich habe hier so ein paar Mobs. Ich habe die ganze Zeit Tasten gespammt und es ist nichts passiert und jetzt habe ich Mobs an der Hacke. Live Cocoon ist drauf. Passt wunderbar. Schauen wir, dass wir die anderen nicht auch noch Dings. Und Classic wirst du dann wieder spielen oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß halt noch damals, wie Classic war und ich habe damals gern Classic gespielt, aber ich weiß nicht, ob ich es im heutigen Umfang nochmal spielen wollen würde, weil Classic war halt ein ziemliches Grind-Game. Man muss es so sagen. Es war halt in vielen Belangen einfach totgrinden, ne? Aber testen wirst du es, oder? Testen werde ich es, ja. Wenn ich kann mich zurückerinnern, ich habe bei der Argentum-Dämmerung gab es damals ziemlich gute Items, abseits vom Raid schon, die du über so zwei verschiedene Marken holen musstest, ne? Und du konntest diese Marken halt über verschiedene Aktivitäten spielen. Unter anderem konntest du über Wildwedel konntest du beide Marken eintauschen. Und ich habe wie ein blöder Scheiß Wildwedel gefarmt in Ogoro, in Düsterbruch, die ganze Zeit Tag und Nacht da Kacke. Und das hat dann einfach ewig gedauert. Und ich habe, glaube ich, bis zum Ende dieses Item nichts fertig gekriegt, obwohl ich die ganze Zeit da rumgefarmt habe. Also Du bist halt viel, viel langsamer auf irgendeinen Zweig gekommen, was Gear angeht, ne? Wenn du da mal ein Epic-Item hast, dann warst du schon eine große Max, ne? Mhm. Also, es ist halt viel, viel zeitintensiver. Und weit nicht so casual-freundlich, ne? Also, wenn du da irgendwas willst, dann musst du halt einfach sehr viel Zeit investieren. Gut, das kann natürlich auch Spielspaß haben. Man muss halt viel mehr mit anderen Leuten interagieren. Ich weiß halt nicht, ob das noch im Sinne von einigen Leuten ist, ne? Das muss man halt gucken. Aber ich hab's schon damals gern gespielt. Ah, ja. Anstrengend. Brauchen ja. Wir dafür ein extra Abonnement oder ist das wie ein Server? Nee, das soll anscheinend mit drin sein. Also du sollst anscheinend nichts extra. Es ist immer noch Infight. Warte, ich cue mal die nächste Inni. Oh, jetzt komm. Ich werde mir den Classic-Server auf jeden Fall angucken. Vielleicht spiele ich auch hoch, aber. Gnome Regan. Das. Ah. Shit, Gnome Regan. Obwohl, naja, Gnome geht eigentlich. Also nach der Indie bin ich 60. Ja. Keine Ahnung, jetzt hast du dabei zum Aiden. Ach ja, stimmt. Ja. Alright. Ja, jetzt kann ich chargen. Da geht was. Am besten die einen nicht pullen. Oh, wo ist mein Fallschirm im Inventar? Da. Oh. Du hast okay, Boss haben wir schon geaddet. Boah, jetzt kann ich den Boss chargen, jetzt geht was. Bitte oben nichts adden und dann runterspringen, weil dann hast du die ganze Inni an die Hacken. Das passiert so oft. Sein. Das hört sich das so an, ob das dir schon mal passiert ist. Ja, das da oben sieht nach Ad aus. Aber ich habe nicht geaddet. Der, wo vor mir runtergesprungen ist, hatte geaddet. Moment, habt ihr echt. Oh mein Gott. Live Cocoon ist ready. Irgendwas hat geendet, ja. Du kannst chargen, wir haben Live Cocoon, das passt. Erleben wir. Also ich charge gern, ne? Aber ich weiß jetzt nicht, inwiefern mir der Charge was bringen soll, wenn wir jetzt gleich 5000 Mobs in den Hacken haben. Aber wir werden sehen. Ich bin zuversichtlich. Ah, ich bomb die weg. Das Problem, um auf Classic nochmal zurückzukommen, du musstest halt damals wirklich zu deinen Instanzen überall hinharchen, ne? Und. Ich sag mal so, du hast ja halt erstmal ewig bis in die Hauptstadt gelaufen, hast dann eine Gruppe gesucht, was halt schon mal gut 20 Minuten dauern konnte, bis du halt irgendwelche Leute zusammen hast, die halt auch Bock haben, in die Uni zu gehen. Oh, ne? Ich halt hoffe, da kommen sie. Da kommen. Ja, obwohl, so viele sind das gar nicht. Das die laufen sogar weg. Live Cocoon ist ready, wenn es. Guck mal, die drehen sogar um, ein paar. Nö, da kommen mehr. Ja, Mann. Die holen noch mehr, ja. Die holen ihre Freunde noch mit dran. Wie oft ist das damals bei uns passiert? Pet-Klassen, die enden hier immer. Ja, ja. Immer. Also früher war es sau schlimm hier. Aber ich meine, früher sind hier noch mehr Mobs gekommen, oder? Kommt mir das nur. Oder hast du. Oder bist du früher einfach leichter gevibed an die Mobs? Nein. Naja, wir haben ja Account-Jahren, weißt du, macht ja auch viel aus. Ja, klar, das ist natürlich dann auch eine ganz andere Welt, wenn du dann noch Account-Jahr hast und besser ausgerüstet bist. Also im Verhältnis sind die Mobs ja nicht mehr so stark, wie sie früher waren. Ach,
ja. Nee, aber ich bin froh, dass man halt jetzt nicht mehr so zu den Indies hinlaufen muss, weil das ist halt schon viel Zeit, die da drauf geht, ne? Wenn ich jetzt überlege, wenn du früher zum Kloster gelaufen bist, ne? Ja. Da warst du gut unterwegs. Oder, ich weiß noch, mit meinem ersten Char, mit meinem Hexenmeister in Classic, da gab es eine Hexenmeister-Quest, ging in SW los und du musstest ins Brachland. Das war, glaube ich, eine Level 20er-Quest oder so, ne? Du musstest ins Brachland. Kleine Delar ist losgestiefelt in SW, ne? Runter, am Flugpunkt, da hatte ich natürlich auch keine, über Elwin, dann hier Duskwood und dann Duskwood ging noch mit Level 20. Ne? Hast du zwar auch schon auf den Sack gekriegt, hier und da, und dann warst du in Stranglethorn. Es hat eine halbe Stunde gedauert, sich das Stranglethorn durchzusterben, bis ich auf dem Boot nach Brachland war, rübergefahren bin, die Quest gekriegt habe. Und was hat die Quest dann gesagt? Ja, du darfst jetzt einmal nach Düsterbruch rein und kriegst dann eine relativ gute Waffe für dein Level. Ich wieder zurück, ne? Komplette Könnte man da Dingsretour. schon rein nach Düsterbruch, oder? Nee, ich muss nicht nach Düsterbruch, sondern Burg Schattenfang musste ich. So rum. Burg Schattenfang, sorry. Habe ich Düsterbruch gesagt? Burg Schattenfang musste ich. Und dann Ja. musste ich quasi. Düsterbruch war ja 50, ne? Burg Schattenfang ist um die Aber weiß nicht, 20. wie ich in Classic war. Das kann ja sein, aber. Nee, Düsterbruch war schon immer relativ hoch. Nun, dann musste ich nach Burg Schattenfang. Und dann durfte ich quasi von SW komplett hoch nach Burg Schattenfang, was halt auch nochmal, keine Ahnung, halbe, dreiviertel Stunde gedauert hat, mit Durchsterben und allem. Also, das war wenig lustig. Ich glaube, Also, da habe ich einen kompletten ja. Tag für die eine Questreihe gebraucht, also das, was ich halt spielen durfte, ne, mit 12, 13, wie alt ich da war. Also ab Classic kann man auch schon mit 15 in Indies? Oder Ich ja, bin normalerweise gerade. schon. Da bin ich mir ehrlich gesagt, also das weiß ich schlichtweg nicht. In Also Classic wenn bin Indies ich. anfangen, höre ich auf, wenn man dahin laufen muss. Ja, muss auf jeden Fall außer zwei Porten halt. Ja, Also genau, die also. sind schon dann da quasi. Wenn sich zwei darauf ja, einigen können hinzulaufen, das ist, da wird dann auch nochmal ausgelost. Ja, das ist es. Mit 40 erst reiten und dann nur langsam ist. Das war ja das Gleiche, wenn du irgendwo in der Pampa gequestet hast und dann quasi die zwei Level ab warst und neue Talente holen konntest. Dann hast du immer so überlegt, lohnt es sich jetzt zurückzugehen zum Lehrer, die Talente zu holen oder machst du jetzt hier noch ein bisschen? Weil da gab es ja auch Ränge, ne? Also da hast du ja nicht Ja. nur alle Hui dann ein Talent gekriegt, sondern irgendwie alle zwei Level hast du einen neuen Rang gekriegt. Da hast du irgendwie den Schattenblitz Okay. Rang 15 gehabt, der hat natürlich mehr Schaden gemacht als 14. Und dann gab es aber auch so Pappenheimer, die dann ewig mit Rang 5 rumgelaufen sind, obwohl sie schon Rang 15 hatten, ne? Und haben dann halt irgendwie ein Drittel nur vom Damage gemacht, weil sie sich halt nicht den neuen Rang gekauft haben. Und manche Ach Leute ja. hatten dann nicht genug Gold, um sich die neuen Ränge zu kaufen, haben sie mit irgendwelchen Low-Zaubern gespielt. Genau. Ich Da glaube, das ging's dann wird auch noch mal los. ein krasses Problem, das Also, Gold. ich erinnere mich ja nur noch an die Zeit, wo man halt wirklich zum Lehrer gegangen ist, um Spells zu kaufen, aber nicht mit Rängen mehr. Wenn sie das geändert hatten. Und ja, du kannst mit deinem Heiler gerne mitkommen. Unser Heiler ist jetzt dann eh gleich, er ist jetzt schon 59. Dann brauchen wir eh einen neuen. Dann kannst du da, ne? Kannst Kannst du mich vom gerne Leid mit. erlösen. Ja. Du kannst, glaube ich, Dungeons immer noch mit Dings machen. Immer noch mit 10 Leuten theoretisch rein. Das hat man früher auch teilweise gemacht in UBRS. Bist ja auch mit 10 Leuten rein, ne? Das ist ja, LWS, UBS waren ja damals eine Instanz. Und dann bist du immer Drakisat, an den kann ich mich noch gut erinnern, bist du immer mit 10 Leuten rein. Das war eigentlich ein Dungeon, was du eigentlich geraidet hast. Da hast du nur zwei Hunter gespielt, die den komischen Boss gekitet haben, während du die Ads gemacht hast. Das war noch eine Aktion. Damals in den guten alten Zeiten. Du, das Ach ist ja, relativ guck. egal, wie hoch dein Heal ist. Der Na, muss was ist halt. die Erde noch eine Scheibe war? Ja. Der muss halt nur Ja. im Bereich bis 60 sein, ne? Bist du so eine Flat Earthlerin? Nein. Und dann kann ich jetzt wieder mitleveln, wenn du Level 60 bist, oder? Ja, klar. Aber das wird heute wahrscheinlich nichts. Ja, das ist mir klar. Das ist erst nächste Woche oder übernächste Woche wird es. Genau, Erstes müssen wir gucken. Wochenende, Markus. Ich möchte bitte sehen, dass du den Char heute Nacht auf 120 spielst. Achso, nee, so lange mache ich Sicherheit nicht. Machen das ganz gechillt. Bezweifle, dass es auch geht. Ja, 120 auf keinen Fall. Also,
Naja, obwohl in 20 Stunden kannst du eigentlich schon komplett hochbasteln. Das würde gehen sogar. Aber dann bräuchtest du, naja, so eine gute Gruppe halt. Ja, da musst du schon richtig durchziehen. Also ich habe den einen, den Monk, habe ich glaube ich in 14 Stunden auf 110 gemacht, ne? Aber der hat ja auch diesen 50% Buff. Und was brauchst du dann noch? 3-4 Stunden brauchst du dann auf 110, auf 120, würde ich jetzt mal sagen. Je nachdem. Jetzt mit dem EP-Gear geht's halt schon. Davor hast du ja länger gebraucht, aber jetzt denke ich mal, so 4 Stunden kannst du von 110 auf 120 schon kommen. Ach, ich warte immer bis Time Walk ab ist. Das bringt viel und. Das habe ich letztens auch gesehen, ne? Ich habe fast ein Ja, ganzes Level dadurch habe durch ich ja eine nur meinen Schurken Time-Walk-Instanz gelevelt. gekriegt. Das ist echt krass, hätte ich nicht In 2 Tagen, gedacht. ja. Ja, also das ist richtig gut gewesen. Hatte noch nicht mal Account Gear an. Habe ich ja kein Gold für, das hochzuwerten. Also schon, aber gebe ich nicht dafür Wirst aus. dir sparen. Was habe ich? Ich habe Account Gear mir angezogen, ne? Und Genau. habe 700.000 für eine Time Walker gekriegt. Dann Und sag du ich doch, brauchst wie halt viel brauchst du? 800.000, ja. genau 800. Also kriegst fast ein ganz. Und das ist halt krass. Und eine Time Walker kannst du halt in 10 Minuten schon durchholzen, wenn du eine gute Gruppe hast, sogar schneller. Wenn du da ein, zwei Leute mit Time Walker Gear hast, dann kannst du es ja in 6, 7 Minuten durchbasteln. Also kommt drauf an, welche, ne? Aber da kannst du echt durchpesen. Also. Ich meine mal, wenn du eine richtig krass perfekte Gruppe hast, die da wirklich die Dinger durchnatzt, würde ich sogar sagen, über Time Walker in 1,5 Stunden, wenn du wirklich durchziehst, kann es sein, dass du die 10 Level machen kannst. Ja, und das Musst halt Gute immer ist, so du sechs kannst auch, Minuten wenn du Runs haben. 120 bist, gleich Gear kaufen, da beim Händler. Das ist richtig nice, vor allem wenn du einen 120er dabei hattest. Ne? Ich hatte dann auch ein paar Leute vom Stream dabei mit ihrem 120er Char. Und die haben mir dann das Gear, was sie bekommen haben, getradet. Ne? Naja, Dann da habe hast ich du ja halt die schon gleich 370,3,75er ja. Items direkt im Inventar gehabt. Auf Max-Leveln konnte ich sie direkt anziehen. Das ist halt schon richtig nice. Ja, selbst wenn nicht, beim Händler kannst du ja mal ein paar Gear kaufen und wenn du erste Time Walk machst, kriegst du ja 500 Abzeichen. Also. Ja, klar. Gut, da. Aber du kannst ja nicht jeden Slot kaufen. Ne? Du kannst ja irgendwie 5, 6 Slots kaufen, glaube ich. Ja, das, also du kannst ja alle Slots kaufen, aber je nach Event. Also zum Gut, dann Beispiel. müsstest du aber wieder 1,5 Monate warten oder Naja. so, ne? Ja, gut, das kann man natürlich dann auch machen, ja. Ist richtig. Was Jo, soll ich eigentlich Level mit meinem 60. GZ? Ich bin Stufe 31. Oh, danke. Dann packen wir uns einen neuen Heiler ein. Dann könnt ihr gleich alle aus der Instanzgruppe rausgehen. Dann müssen wir nämlich wieder ins Tool. Ach ja, Quest habe ich ja nicht mehr. Ah. Kannst du jetzt, oder? Ob mit 60? Weiß nicht, ob du noch eine. Nö, eine könntest du noch mitqueuen, wenn du willst. Ja, weiß nicht, mir egal, können wir ja machen. Eine würde sogar noch gehen, erst wenn du 61 bist. Bist du, glaube ich, komplett raus aus dem Bracket. So ein Verlies wäre jetzt schon noch nice, aber ich glaube, das werden wir nicht mehr kriegen. Jetzt sind wir nämlich alle schon um die Na, doch, doch, 30. doch, glaub schon. Vielleicht die Hallen jetzt Doch, alle. doch, doch. Verlies. Gott Ich sei glaub dran. Dank. Wir gehen gleich links lang, ne? Wir machen dann die Quest, Also wir oder? haben die Quest ja noch, also ich würde schon einmal die Quest machen wollen. Naja, mir egal. Mach los, ich habe Ring of Peace, jetzt geht's los. Ring of Peace. Warte mal, wann kriege ich denn jetzt mein. Muss jetzt mal. Ah nein, in einem Level kriege ich meiner eh. Dann geht's ab. Also Aber jetzt noch habe ich. muss ich um mein Leben fürchten. Ja, noch musst du definitiv von deinem Leben fürchten. Hier, den Raum willst du nicht ganz pullen, weil das geht jedes Mal schief. Wenn der Typ Ja, kommt und wir dich doch, wächst wir dann. haben Live-Cocoon, das passt. Naja, der stunt dich und Let's haut ab, der go. Nee, Typ. nee, das passt. Ich roll rein, mach Massenstun, das passt. Du wirst nicht sterben. Ob andere sterben, weiß ich nicht, aber du nicht, wenn du nicht aus dem Sichtfeld gehst. Bist dann live bei Kuhn schon raus, ne? Naja. Du wirst nicht der. Ich Never. sagte, das geht jedes Mal schief, wenn du das alles pullst. Ich wusste es. Ah! Das sind die Erfahrungswerte, ne? Vertraue Bist doch gar keiner. nicht tot. Ja. Wieder, du bist halt nämlich nur im Stun mit diesen scheiß Mobs. Naja. Zergen wir Naja, sie tot, die Viecher. drücken ein bisschen viel Damage. Sag ich doch, das sind solche Drecksviecher, weil sie dich die ganze Zeit CC'en und richtig reinhauen. Liegt Also das da echt nur an muss. CC?
Ja, gut, du kannst da nichts mehr machen, ne? Gut, nicht, dass ich jetzt viele Dev-CDs hätte. Was habe ich an. Ich habe gar keinen. Ich habe halt Active Mitigation, das war's halt. Man kriegt in meinen Dev-CD. Mit 36 kriegst du Überlebensinstinkt. Markus, eine Stunde ist gleich rum. Nö, Viertelstunde noch. 44 Minuten. Ernsthaft? Ich habe einen Timer gestellt. Diesmal war ich so clever. Hoffen wir sogar zweimal fließt. Wenn wir dann noch Quests abgeben gehen. Ja. Dann habe ich endlich Prankenhieb, ne? Und gleich die Wichtigen. Dann habe ich die wichtigen Zauber. Jojo, alles klar. Was... Ach, Rasenregeneration kriegst du jetzt mit. Aber das haben die doch auch geändert. Früher war doch Rasenregeneration noch später, oder? War da irgendwie mit 60 rum? Oder war das der Counter? Schauen wir mal. Nee, mit 70 kriegst du Schädelstoßen, genau. Ja, sag ich ja. Erst. Ja, das ist halt richtiger Rotz. Nach den Mana Wang. Dass du dann interrupten kannst, gut, halber nicht, ist egal. Oh. Das ist gar nicht so schlecht, ne, dass du dann mehr Avoid kriegst über Crit. Diese blöden Gnolle hier. Ich find's gut, dass sie immer mal wieder so eine Instanz ein bisschen updaten, ne? Hier haben sie ja jetzt mit BFA die Elementare noch ein bisschen cooler gemacht. Jetzt. Mana. Jo, ich pull die eh raus. Setz dich hin, ich pull die Viecher raus. Ja, perfekt, eigentlich... wir brauchen die Viecher gar nicht. Nö, die brauchst du nicht. Du musst Hogger töten und den Bluttypen. Ja, aber sonst pullt man ja immer die Viecher, weil die anderen Gruppen zu unkompetent sind, hier zu warten. Brauchst du diese Kumpen? Früher brauchst du immer diese Binden, ne? Von den Mobs hier, aber ich glaube, die Quest gibt's gar nicht mehr. Brauchst du noch? Nö, das sieht gut aus. Den Ring also... magst du, ne? Ja. Alle 45 Sekunden, jetzt geht's los. Na gut, der bringt halt beim Boss eigentlich gar nichts, aber... Warte, du kannst den Boss sogar stunnen? Warum kannst du den Boss denn stunnen? Das kann ich nicht an- 61. Easy. Perfekt. So, aber wir müssen den einen Typen hinten noch machen. Ah, jetzt hast du endlich AOE. Perfekt. Ja, jetzt habe ich Ding hier. Prankenhieb müsste ich haben. Ah, ja. Genau. Perfekt. Ich bin so freigeschaltet, jo. Mach ich mir den Stun da hin? 3 Sekunden wieder Wing Up. Na stimmt, haben sie geupdatet hier, die Elementare. Ja, die sehen halt schon ein bisschen cooler jetzt aus. Okay. Arati, die BGs haben sie auch toll geupdatet, also... Ja, stimmt, auch Ding sieht cool aus, Vox. Oh, hast du einen Ring? Nein. Oh, fuck. Ich lauf rein. Ihr macht es schon, ich vertraue euch. Naja, ich lauf zurück. Hast du auch kein Live für Kuhn mehr? Nee, 2 Sekunden Abklingzeit. Ah, also. Dammit. Dann war das ein bisschen zu viel. Jetzt kommt er. Gut. Ich muss näher ran. Ey, gut, die sind jetzt eh fast alle down. Schön die EP noch mitgenommen. Shadow Storm spawnt auch wieder. Also danach kannst du mit deinem Heal mit, weil dann ist er wahrscheinlich eh zu hoch, ne? Du bist jetzt... Ja, 61. Ja, 61, ja, okay. Dann können wir dann switchen. Ja, aber du... um da hinzukommen, musst du ja über Dings fahren, ne? Da müsste ich ja auch erst nach Sumpfland kommen. Und damals, wo damals in Classic gab es die Tiefenbahn noch nicht. Zumindest am Anfang in Classic gab es die Tiefenbahn nicht. Du hätte ich Danke. Quasi über den Blackrock laufen müssen, weißt du? Also das wäre sogar noch krasser gewesen. Ich hätte dann über Redwich rüber über... dann zur brennenden Steppe, sengende Schlucht, Ödland, dann oben Loch Modan, Sumpfland, wissen, und das sind lauter High-Level-Gebiete damals gewesen, also das willst du nicht, das wäre noch beschissener gewesen, als durch Stranglethorn zu laufen. So, jetzt bin ich Stufe 33. Ich hab's schon verlassen.
Genau, jetzt einfach alle aus der Instanzgruppe raus. Und dann nehmen wir einen neuen Heiler mit, würde ich sagen. So, ich bedanke mich. Jo, danke auch fürs Mitgehen. So, wir machen mache hier einfach eine Gruppe auf, dann kannst du reinqueuen. Dann so einfach Taylor. Was hast du dich wollte, Lage? Dann hast du meinen Namen geklaut. Ja, na, ist ja ein Schlawiner. Was haben wir denn? Ältester Drustila? Sollen wir uns irgendeinen cooleren Titel einblenden? Was haben wir denn hier? Blutsegel, Admiral, Botschafter. Ey, gut, auf dem Dings hast du nichts. Ist das der? Obwohl, der hat sich vorhin schon angemeldet, der Heiler, ne? So, auf geht's. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch einmal Dings rein. Noch einmal ins Verlies. Hoffe ich zumindest. Oh, ich habe Post. Kommt drauf an, welches Level der Heiler ist, ne? 27. Hallo. Hey. Hallo. Hi. Ja, so, hey, grüß dich. Kennen wir doch. Also warum ich schon wieder ein Druid spiele, ich hätte auch einen Brewmaster. Den letzten Char, den ich hochgespielt habe, war ein Brewmaster. Den letzten Char, den ich hochgebastelt habe, war ja ein Brewmaster Monk. Also von dem her ist der Druid tatsächlich sogar mehr Abwechslung. Ich habe die letzten beiden Chars, war einmal ein Paladin und einmal einen Mönch quasi. Ja, Druid. Und davor habe ich was gespielt? Ich glaube, Max. Jäger habe ich einmal gespielt. Ein Paladin. Ja, Paladin habe ich auch gespielt, aber ich glaube auch irgendwo auch mal ein Druid, ne? Nee, aber ich wollte hier auf jeden Fall ein Druid spielen. Nicht wegen den. Bergtaucher, ja. Wegen den Gestalten, weißt du? Um das geht's. Ich spiele die Twinks halt auch wegen. Wegen den Gestalten, also wegen halt, wenn dann Gestalten oder speziellen Mounts. Pala spiele ich immer, wenn es einen extra Pala-Mount gibt, ne? Weil das macht halt schon auch immer Sinn, wenn du halt noch einen extra Mount kriegst, ne? Und sonst halt Druid, wenn es eine coole Gestalt gibt. Ja. Weil ich habe ja theoretisch schon jede Klasse einmal mir hochgebastelt, also dem fehlt es ja nicht. Wir spielen halt relativ gern Tanks, weil es dann relativ entspannt in Gruppen geht. Ne? Dann kann ich selber so ein bisschen ins Tempo vorgeben und ja, das ist immer ganz nice. Muss ich dann vielleicht nachher doch mal verkaufen? Hab ich die Hände habe ich jetzt immer noch nicht angezogen. Ich bin so ein Vollidiot, ne? Mal gucken. Ja, auf 33 bin ich jetzt schon gekommen. Geht eigentlich. Ich denke mal, ein Level müsste ich noch hochkommen. Dann sind es so, ja, so 7 Level pro Stunde. Das ist eigentlich ein ganz, ganz okayer Durchschnitt, würde ich jetzt mal sagen. Gut, mit dem Monk, ne, den ich als letztes gespielt habe, war es natürlich gut schneller. Hast du nochmal 40% mehr gekriegt, das merkst du natürlich, ganz klar. Das merkst du. Was haben wir denn? Aber wir haben jetzt zwei Dings dabei. Oder was hast du denn eigentlich für ein Char? Ach, du hast einen Void-Elfen, okay. Nati, hast du denn noch gar keinen Void-Elfen hochgebastelt? Ah, wir haben 120er Monk Void-Elf. Okay, aber wolltest du jetzt einfach so nochmal einen machen, oder wie? Ich wollte auf jeden Fall eine verbündete Rasse machen. Aber ich habe auf Ani-Seite nur Void-Elfen und Lightforge-Trainer. Und ich wollte keinen Mini spielen. Okay. Oh shit, das war jetzt vielleicht nicht so gut. Und wenn ich einen Lightforge spielen würde, würde ich eher einen Parler spielen. Ja, passt halt relativ gut, das stimmt schon.
Was, Nati ist im Stream doppelt so laut wie ich? Ja, ich habe sie vorher lauter gestellt, weil sie bei mir so leise war. Habe ich jetzt die Lautstärken einstellen? Ich habe zu viele Tabs übereinander. Sind die anderen auch viel lauter als ich oder passt das? Ich zieh die Viecher raus, ne? Ich pull die jetzt hier ran und dann ziehen wir sie raus, dann kommen die alle zusammen. Cool wäre, wenn das AE wäre, ne? Wenn du da so ein AE-Knockback hättest. Das wäre noch ein bisschen nicer. Oh, die hauen schon echt gut rein. Was haben wir denn da für einen Fluch? Oh, Flüche kannst du wahrscheinlich nicht unternehmen, ne? Weil der eine macht, dass du 50% weniger Heilung krieg. Kann nichts machen. Stimmt, Mages können ja auch Flüche runternehmen, ne? Da war ja was. Ach, das war so eine schöne Geschichte, wo wir Dings geprogressed haben. Wie heißt der? Dieser Rat, ne? In BOD. Weil da musst du ja auch ständig Flüche runternehmen. Und da sollten ja unsere Mages und Eulen die runternehmen. Und manche haben das halt, ne? Haben das halt echt ein bisschen verkackt mit dem Entfluchen. Da waren halt manche, die haben irgendwie 50 Entfluchen und einer hatte 5, ja? Der hat nur Damage durchgetunnelt und sowas brauchst du dann halt auch nicht im Raid. Theoretisch hätte ich auch entfluchen können, aber dann gehe ich aus der Bärengestalt raus und das Tank ist das immer super optimal. Ich habe beim Rat eine lustige Geschichte. Was denn? Ich weiß nicht, ob ich meinen Demon Hunter gespielt habe oder meinen DK. Aber ich weiß, dass mir jemand mit dem Froschfluch da reingerannt ist. Das war jetzt nicht so geil, als Tank den Fluch dran zu haben. Und er ist genau in der Sekunde ausgelaufen, als er durch mich durchgerannt ist. Das ist natürlich bitter. Na gut, dann gehe ich jetzt mal aus dem TS, ne? Danke, dass ich mitkommen durfte. Jo, gerne, kannst du ja dann gern wieder mitkommen, wenn wir im Level Bracket sind, ne? Ja, ich gucke jetzt den Stream noch weiter und euch noch viel Spaß und Erfolg. Jo, danke dir. Jo, danke, ciao. Mach's gut. Ciao. User disconnected from your channel. So, holen wir das ganze Gedöns hier ran. Die hauen auch immer relativ gut rein, ne? Das ist immer so eine Stelle, wo du relativ gut auf den Sack kriegst. Wieder ein Fluch. Ja, mit dem Fluch am besten unternehmen, weil das macht schon viel aus mit 50% wieder Heilung. Da heilt sich der Heiler sonst ein Wolf, ne? Ja, die Heilung. Ganz cool. Animationen sehen auch ganz cool aus vom Paller, sehe ich gerade so aus dem Augenwinkel. Ah, oh, das ist ganz nett. Haben sie ja auch überarbeitet. Sieht echt besser aus. Ja. Auf jeden Fall. Ich finde gut, wenn sie da immer mal wieder was basteln. Ich fände es auch nicht schlecht, wenn sie mal so ein paar alte Gebiete ein bisschen neu designen. Was sie jetzt mit den Warfronts machen, ist ja schon mal ganz gut. Aber hier im Eschental, ne, diese Bäume, die kannst du dir nicht anschauen, wie ja pixelig die aussehen. Und das ist, die sind halt Classic unangetastet. Und das wäre halt echt mal so eine Geschichte, ne, dass du diese Models von den Bäumen änderst. Das ist so grausig, wie die aussehen. Und da finde, also, ne, wenn ich jetzt so Arati angucke oder auch die Dunkelküste, das macht halt echt was her. Wenn sie so ein Gebiet nach dem anderen neu designen, wäre ich halt echt schon dafür. Was halt ein bisschen schade ist, die Ursprungsversion, ne, die im Low Level, die haben sie halt nicht abgeändert. Die hätten halt die alte Version auch abändern können, aber halt ohne die Horde-Festung zum Beispiel, ne, dass das halt auch ein bisschen anders aussieht. Ich fände es eigentlich an sich mal so cool, wenn die bei ein paar alten Gebiete wieder so ein Kataklysm in der Art machen, wisst ihr, wie ich meine? Also so, wo sie halt wirklich in alten Gebieten irgendwas Neues reinpacken, was halt Leute dazu bringt, doch wieder alte Gebiete anzusehen. Gut, sowas ähnliches hast du halt mit der Warfront an sich, aber ja, meinst du jetzt, dass du dann auch andere Quests oder sowas hast, oder wie? Also so, wie halt Cataclysm damals war. Also jetzt nicht gerade genau 1:1 Cataclysm, aber zum Beispiel mal nächstes Addon, also nicht wieder neue Kontinente und so, sondern wieder was auf dem alten Kontinent komplett.
Weißt du, wie ich meine? Ich weiß, was du meinst. Er hat auf jeden Fall was für sich, aber ich glaube, Blizzard wird jetzt eher bei der Geschichte bleiben. Sie pflanzen irgendwo einen neuen Kontinent hin und da hast du deinen ganzen Content auf einem Fleck, ne? In Dings war es ja teilweise so. In den alten Addons hattest du ja so High-Level-Gebiete immer irgendwo auf dem Berg, wo du dann erst hinkonntest mit einem Flugmount, ne? Da hattest du ja so eine Abwandlung. Okay, man muss ja auch bedenken, dass, ich weiß nicht, ob es Zandalari oder jetzt wie heißt von den Allianzler, dass das Gebiet ja schon seit Classic oder so geplant war, eigentlich reinzukommen. Aber sie es einfach bis jetzt noch nicht reingebracht hatten. Ach, du meinst die Insel, oder? Von den Zandalari-Trollen. Ja. Ja gut, Zandalari-Trolle gab es ja auch schon in Classic, auch die Fraktionen, ne? Hießen ja Zandalari-Trolle in Sol'Gurub, konntest ja die Ruffraktion hochbasteln. Also die gab es da früher auch schon rumstehend. Keine Zerstörung. Oh, schau mal, du hast einen vehementen Gegner. Ich fand's halt cool oder sowas, dass in den Kataklysmengebieten so ein Zeitwächter steht, sodass du es halt wieder wie vor dem Kataklysm angucken könntest. Das wäre so eigentlich mal eine Idee. Ja, das hätte ich mir auch schon gedacht. Die alten Queststränge, das wäre auch schon ganz cool, ne? Aber das geht ja leider nicht mehr. Ja, deswegen Classic wäre es jetzt eh Quatsch, denke ich mal. Es ist, ja. Mir würde es nicht mal um die Queststränge gehen, mir würde es einfach um das Aussehen von den Gebieten wieder gehen. Ah. So, stellt euch, also das habe ich in einem Video gesehen, dass jemand darüber geredet hat, aber stellt euch vor, 1000 Nadeln. Oh, ja. Ja, nicht unter Wasser. Oh, bitte ja. Gibt's gleich einen Orgasmus hier. Jetzt geht's aber los. Ey, ich krieg jedes Mal Augenkrebs, wenn ich das sehe, was die draus gemacht haben. Das geht nicht. War damals schon auch cool, ja, das stimmt. Ich würde es cool finden, wenn du so durchquestest, ne, und es dann auf einmal geflutet wird, ne? Also wenn du erst normal spielst, so wie es vorher war, und dann spielst du so und dann kommt halt irgendwo am Ende so eine Cut-Sequenz, dann kommt die große Flut und dann hast du quasi das anders gefacete Gebiet. Das würde ich cool finden, wenn das so ein bisschen interaktiver wäre. Ja. Aber dann ist es halt immer auch schwierig mit dem Phasing und mit dem Zusammenspielen und hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Mich hat das halt in Ding so beeindruckt, so das erste Mal Wrath of the Lich King, wo das mit dem Phasing reinkam und du baust, du hast es ja vorher nicht gekannt, es sah ja immer alles gleich aus, egal auf welchem Queststand du warst. Und dann baust du das erste Mal so eine Festung auf und dann verändert sich auch wirklich was in der Spielwelt und das hat mich schon so ein bisschen beeindruckt. Plus war dann halt ständig diese Kacke mit dem Phasing, was halt immer nicht so geil war, aber gut, wie willst du es machen, ne? Also wenn, dann sieht es halt anders bei dir aus oder nicht. So ein Zwischenweg ist halt immer schwierig. Warte mal, jetzt muss ich mal hier so ein paar Sachen gucken. Oder was ich unter anderem an sich recht toll finden würde, wäre für alte Ruffraktionen so ein bisschen Catch-up. Mechaniken. Was mit Ketchup? Rot oder Ketchup. Was mit Ketchup? Komm, Mayo. Ihr könnt ruhig weitermachen. So. Hier ein Kollege postet mir gerade, ich muss mir das mal kurz angucken. Was meint denn der? Ach so, das meinst du. Ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine. Weißt du, was ich immer liebe? Wenn ich am Streamen bin und irgendwas am Basteln bin, dann kommen 5 Millionen Leute und schreiben mich mein Battletech an. Ihr müsst es mal sehen, mein Battletech ist also hier zugespammt. Ja, dann bist du immer nur am Schreiben, deswegen ist es immer ein bisschen schwierig dann und gleichzeitig. Ich bin ja so nett und versuche ja einigermaßen zurückzuschreiben. Ja, spam du mich auch noch. Hier, was meinst du mit Ketchup-Mechaniken? Ach, du selber Ketchup. Oh. Ist das jetzt alles zu viel? Dann lösch uns doch alle. Nein, Flamme, dich lösche ich nicht, du bist lustig. Was heißt nette Nachricht? Du hast mir ein Bild gepostet von den Dingern hier. Das ist zwar ganz nett, aber die haben das eh gefixt. Mittlerweile ist es nicht mehr so krass. Oh, was ist jetzt das Bugs hier? Ey, mittlerweile ist es eh nicht mehr so krass. Dann sag das, dass du im Stream bist, dann hätte ich dir auch so antworten können. Ah. Weißt du? Du bist mir schon so ein Schlawiner.
Ja, und ich freue mich, dass du mir so nette Nachrichten schreibst. Hättest du auch schreiben können, hey, wie geht's dir? Ich habe da was Tolles rausgefunden, willst du es mal sehen? So, Level Up sind wir wieder und die Stunde ist damit abgeschlossen, sind so 4 Minuten drüber. Gut, damit beenden wir die Folge an sich mal. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.